Mir geht es eigentlich ganz gut, weil für Rentner ist das das kleinste Übel. Bei mir hat sich nicht viel geändert. Natürlich ein bisschen blöd als junger Mensch mit den ganzen Treffen und sowas, verpasst man schon viel. Eigentlich kann ich machen, was ich will. Außerdem bin ich schon einmal geimpft, das ist dann ausgestanden. Und außerdem bin ich Mediziner und heute ist mir vernünftig. Da muss man jetzt halt durchhalten mit dem Impfen, hoffen wir, dass es klappt. Und dann, ja, muss man halt jetzt zusammenhalten. Ich hätte eh von Anfang an gesagt, dass so ein zweiwöchiger Lockdown gut wäre und dann jeder getestet wird. Und jeder, der positiv ist, muss zu Hause bleiben. Dass man es halt dann ziemlich schnell beiseite bringt, aber geht halt nicht wegen der Wirtschaft auch. Es ist einfach schrecklich, wenn immer mal auf, zu geht. Für Geschäfte, für Leute, für alles. Also irgendwo müsste andere Lösung dazu und nicht so was Blödes. Ja. Ich empfinde es schon als schwierig, weil es steht zwar halt ein Konzept, also halt auch mit 50 als Kennzahl, aber das wird wahrscheinlich nichts bringen, ne? Weil, sagen wir mal, das Testen wird auch dementsprechend auch erhöht. Sagen wir mal, durch die Schnelltests kommen auch immer mehr PCR-Tests und klar, es ist so wichtig, die Dunkelziffer rauszufinden, aber bei 100 ist es schon, oder 50 ist es schon echt schwierig. Ich bin da kein Fachmann oder was, aber ich denke, man kann schon ein bisschen mehr Leute mit verschiedenen Meinungen kommen lassen und miteinander diskutieren und einen Weg finden, ja, der einigermaßen annehmbar für alle ist. Ja. Und so ist das ewig zerrissen alles. Ja. Also das ist meine Meinung. Weil vor allem die Perspektiven für Gastronomen und Einzelhändler, also ich sehe es ja selber gerade eingekauft, es wird immer schwierig, dass hier Umkleidekabinen nicht offen sind und so weiter. Also Einkaufen ist auch wirklich nicht gerade ein Erlebnis. Ja, dass das für die nicht die reine Freude ist und existenzgefährdend, das ist halt so. Ich sage alle, weil die sind nicht ganz sauber. Schauen Sie einer jetzt da drin bloß, die gehen da und ich bin bloß drin, weil ich beim Arzt war. Ansonsten, wie gesagt, es geht halt einfach nicht. Sie wollen immer alles und dann schauen sie sich einer an. Du kommst in BKK, du musst telefonisch oder schriftlich, früher bist du reingegangen, dann war das okay, dann war das ruckzuck. Gehst in den Post rein, hast einen Nachsehenantrag gemacht, da hat er 30 Euro im Jahr gekostet und jetzt? Scheiße, jetzt musst schicken sie die Telefonnummer, was weiß ich, der Teufel, schicken sie da hin und da kommst du aber einfach nicht durch. Was soll das in Deutschland? Na ja gut, aber ich sage, solange nicht alle durchgeimpft sind, ist es halt einfach einmal so. Ich bin berufstätig in München, ich fahre mit den Öffentlichen, da fragt auch kein Mensch nicht danach. Also da sind in der Früh die Züge voll und wenn ich da Angst haben darf, dann darf ich seit einem Jahr nicht mehr auf Minger fahren, weil es einfach nicht geht. Also. Aber so wie früher wird das nicht mehr. Ja, das ist definitiv nicht mehr der Fall. Also es ist meine Meinung, okay, aber das willst du machen. Das Tempo des Impfens muss erhöht werden. Da können wir uns vielleicht von den USA oder Israel eine Scheibe abschneiden. Haben Sie Angst vor dem Virus? Nein. Ich hatte es schon. Also ich hatte es schon. Mich hat es auch durch, sagen wir mal, etwas mit Übergewicht schon etwas schwerer erwischt. Muss ich auch zugeben, lag auch 3 Wochen flach. Das war auch aber in der Anfangszeit, man hat bei mir später Antigene festgestellt. Also ich verleugne kein Virus. Antikörper. Ja, Antikörper, genau. Also ich verleugne kein Virus. Also dass es was gibt, was nicht hier passt, gehe ich konform. Aber mal schauen, wie lange die öffentliche Hand das durchhält, dass die Männer sich können, die Leute alle Risiken abnehmen.